Also ich glaube, das ist ein Fremdkörper da oben. Herbert Beck, einer der besten Aquarellmaler seiner Generation. Auch mit fast 90 Jahren ist er präsent, wenn Bilder von ihm ausgestellt werden. Eine Galerie in Düsseldorf hat Arbeiten aus seinem Lebenswerk zusammengestellt. Eine Auswahl aus 40 Jahren. Lauter Aquarelle, die oft gar nicht so aussehen. Er behandelt das Aquarell im Grunde wie ein Ölbild. Dass die Farbe wird ganz komprimiert, aufgetragen, dass man eigentlich eher den Eindruck eines Ölbildes hat und nicht eines leichten, dahinfließenden Aquarells. Und deswegen glaube ich, hat er diese Technik für sich so entwickelt, dass man wirklich sagen kann, er ist für seine Generation der Aquarellist. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen Köpfe, Gesichter der Welt, nennt sie Herbert Beck. Vor kurzem noch waren sie auf einer großen Ausstellung in Peking zu sehen. Er malt sie in allen Variationen. Unterschiedliche Charaktere, Launen, Gesichtsausdrücke. Von seinem Atelier im bayerischen Städtchen Tegernsee bei München hat er diesen Blick, der ihn stets aufs Neue inspiriert. Trotz seines hohen Alters arbeitet Herbert Beck auch heute noch jeden Tag. Er malt auf nassem Büttenpapier. Seine Technik gilt als perfekt. Der Rest ist Intuition. Noch ist kein Motiv erkennbar. Doch der Künstler hat bereits eine Vorstellung davon, was hier entstehen könnte. Es ist wieder eines seiner Gesichter. Die Gesichter, da möchte ich doch irgendwie ein kleines Dokument malen. Die Gesichter unserer Zeit. Teilweise sind sie traurig und sie wirken, glaube ich, so möchte ich, verwundet. Seine Bilder sind oft großformatig und kräftig in der Farbe. Motive sind Blumen und Stillleben, sowie meditative Landschaften aus mehreren Horizontalen. Farbklänge von starker Ruhe. Ich liebe sonore, kraftvolle Farbigkeit. Das mag noch herstammen von vor vielen Jahren, hatte ich ja Emil Nolde kennengelernt und den seine kraftvollen Aquarelle sind mir auch heute noch Vorbild. Beim Malen wischt der Künstler den Pinsel auf weißen Papierstreifen aus. Sie sind die Grundlage der Beckschen Miniaturen. Bilder im Kleinformat, die zufällig entstehen. Ich habe hier zum Beispiel etwas entdeckt, was mir richtig Freude macht. Hunderte von solchen Teilchen hebe ich mir auf. Und dann kommt die Zeit, wo ich diese kleinen Passepartouts mir vorbereitet habe. Hier habe ich zum Beispiel eine kleine Szene, dramatisch ein Mondgebilde oder Sonne. Es ist schon fast ein kleines, fertiges Bild. Es macht mir sehr viel Freude und ich finde auch, dass ich eine Resonanz habe. Ich gehe etwas weiter und schon wieder ein ganz anderes Bild. Da sieht man zum Beispiel zwei Personen. Oh, hier habe ich ja ein wunderbares Purpur. Diese Helligkeit im Zentrum, das ist fast ein kleines, abstraktes Bild. Die Vernissage in Düsseldorf war ein großer Erfolg. Schon am ersten Tag wurden mehrere Bilder verkauft. Die glücklichen Sammler haben allen Grund, auf ihren Kauf anzustoßen. Schließlich erwirbt man nicht alle Tage einen echten Beck.